Wir befinden uns hier auf dem Stand des Unternehmens Scholtisek, einem sehr bekannten Massivholzhersteller, wo wir uns zu einem kleinen Standrundgang angekündigt haben. Wir wollen noch mal sehen, was Scholtisek dieses Jahr zu mieten hat. Herr Haas, was sind dieses Jahr die Schwerpunktthemen bei Scholtisek? Wir haben uns auch dieses Jahr bemüht, Trends, die letztes Jahr schon angestoßen worden sind oder die wir schon über einige Jahre verfolgen, weiter auszubauen. Wir bringen unsere besten Produkte der letzten Jahre, speziell des vergangenen Jahres, mit, ergänzen diese Produktserien, bestehende Produktserien durch sinnvolle Ergänzungen, durch neue Möbel und bringen immer mindestens auch ein neues Programm, was wir auch dieses Jahr gemacht haben. Nämlich Massivholz einfach mal leicht darzustellen. Mhm. Normalerweise verbindet man Massivholz eigentlich mit großen Plattenstärken, Stabilität, mächtigen Möbeln. Wir sind den Weg gegangen und haben gesagt, nein, das kann man auch leichter machen. Man kann es auflockern durch besondere Plattenprofile, man kann es auflockern durch Beigabe von besonderen Materialien wie lackiertem Glas oder Edelstahl. Ein weiterer Trend waren Unikathölzer, nennen wir sie. Also Hölzer, die durch ihr besonderes Maserbild, durch ihre ganz besonderen Bilder, die wir auch so zusammenlegen, jede Platte, jedes Möbel zum Unikat werden lassen. Mhm. Hier zum Beispiel ein Modell, was diese neue Linie ganz gut rüberbringt, nämlich auch hier unterschnittene Plattenprofile und besondere Hölzer und besondere Funktionen. Und man kann diesen Schreibtisch jetzt zum Beispiel nutzen als normalen Schreibtisch. Ich habe eine optimale Schreibhöhe. Ich kann ihn aber auch als Laptop-Arbeitsplatz nutzen, also mit dem Raum, in dem ich einfach nur... Und dieser Schreibtisch zeigt eigentlich auch weiterhin was, was wir all die Jahre schon in unseren Möbeln unterbringen oder versuchen immer wieder unterzubringen und wo unsere Kunden auch mittlerweile sehr, sehr viel Wert drauf legen, sind zum Beispiel Geheimfächer. So, wenn Sie hier schauen, haben Sie jetzt hier die Möglichkeit. Ah ja, sehr schön. Ja, das ist ein Erkennungszeichen für Scholtisek-Möbel. Mhm. In ganz vielen unserer Möbel sind derartige Geheimfächer untergebracht. Dies hier ist unser erfolgreichstes Modell im letzten Jahr gewesen. Das ist aus der Programmreihe Varus, der große Schrank Varus. Dieser große Schrank Varus passt scheinbar im Moment sehr, sehr gut in die Zeit, weil die Architektur immer transparenter wird und eigentlich immer weniger Stellflächen auch für große oder überhaupt für Möbel zur Verfügung stehen. Und dieser Schrank bietet halt eine Menge Stauraum, hat aber eine sehr ruhige Proportion. Und hier haben wir jetzt den Schrank Varus, mal nicht als Drehtürenschrank, so wie hinten gezeigt, sondern mit einer Schwebetürentechnik, die, und das ist halt ganz neu, sogar auf Knopfdruck und Fernbedienung funktioniert. Das heißt, sie fällt selbstständig auf, gibt den gesamten linken Bereich frei. Weitere Besonderheit ist dieser Tisch in Kombination mit der Bank. Hier haben wir einen Tisch, der optisch eine 5 cm dicke Platte hat, keine Zarge, das heißt, Abendlichtstühle können weiter untergeschoben werden. Das ist mal wieder ein Massivholztisch, der seinen Namen massiv dann auch tatsächlich verdient, also eine dicke Platte, dicke Schollen. Allerdings verbirgt er dann aber auch eine Auszugsmöglichkeit, sodass ich diesen Tisch, der im Standard schon 2 Meter ist, dann nochmal um 1 Meter auf 3 Meter verlängern kann. Diese Zargenfreiheit setzt sich hier fort. Wir können jetzt also auch genau wie den Tisch die Bank verlängern. Einem Handgriff kann ich jetzt also auch.